So, Checker-Freunde, wir sehen ja jetzt, wie weit es noch zurück ist. Wir haben hinten eine leichte Hecke. Und jetzt testen wir mal den Rückfahrassistent. Das heißt, er müsste theoretisch bremsen, wenn ich nicht reagiere und auf die Hecke zufahre. Dann werden wir jetzt mal sehen, was sich da tut. Ne? So, ich fahre nicht. Ich bremse nicht. Es ist schon interessant. Also, Rangierbremsfunktion hat funktioniert. Ich bin jetzt nur mit auf die Bremse draufgegangen, damit ich beruhigt bin. Aber das funktioniert echt super. Also machen wir gerade nochmal. Also ich habe nur meinen Fuß am Pedal. Ja? Also ich bremse nicht. Man merkt, wie das ABS dann arbeitet und alles. Ist schon cool. Na, jetzt sehen wir auch, wie weit wir da dran sind. Ich steige dann mal schön aus und gucke mir das kurz an. Moment. Und ich mache dazu noch ein Bild und baue das dann mit ein. Moment. Ja, Ruhe. Also, ich habe das jetzt mal fotografiert. Ich mache jetzt nachher ein Bild rein. Also wir haben da noch, ich sage mal, 15 cm Platz zur Hecke. Auf der Kamera sieht es natürlich viel extremer aus, wenn ich es nochmal reinmache. Aber die fängt erst hier bei dem roten Strich an und das passt auch richtig gut. Also von dem her, Rangierassistent, Rückfahrassistent, gecheckt, funktioniert. Jetzt machen wir noch Auspackassistent. Bis gleich. So, Checker-Freunde, wir probieren jetzt mal kurz den Auspackassistent und ob der auch warnt, wenn wir auspacken. Wir haben jetzt hier die Rückfahrkamera, die könnte für mich auf die Ferne nach hinten einen Ticken schärfer sein. Ansonsten, ja, kennt man das ja, wird ja heute alles ganz gut gemacht. Jetzt schauen wir mal, ob wir da was finden. Jetzt muss man wahrscheinlich wieder ewig auf ein Auto warten. Ja, habt ihr gesehen? Der zeigt mir jetzt nichts Akustisches, aber er piepst in dem Fall. Ja? Der hat einen Radfahrer erkannt, das fand ich jetzt gut. Ah, hat er erkannt. Ja, also. Funktioniert. Oh, habt ihr gesehen? Das war der City-Notbremsassistent. Der hat jetzt diesen Lichtpfosten als Hindernis erkannt, weil wir drauf zufahren und nicht reagiert haben. Also funktioniert. Oh, danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiter folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch 3 Videos, wo ihr euch einklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald. Eure Schwabenchecker. Ciao. Ciao.